Hallo, Herr Lee. Hallo, Frau Kalenko. Meinen Sie nicht, dass Sie sich am Fenster so hinstellen könnten, dass man dann auf dem Foto etwas mehr von George Rooney erkennt? Nein. Wenn er seine Sitzposition nicht ändert, dann bringt mir das Bild gar nichts. Ich muss es irgendwie schaffen, dass sich der Typ etwas anders hinsetzt. Falls mir noch ein paar Promis über den Weg laufen sollten, gebe ich Ihnen Bescheid. Das wäre nett. Sie machen sich mittlerweile ja schon ganz gut als Barkeeper. Ich gebe mein Bestes, aber ein vollwertiger Ersatz bin ich leider nicht. Kann ich mir den mal ausleihen? Sie haben dafür gesorgt, dass hier an Deck wieder herrliche Ruhe herrscht. Das ist ja wohl das Mindeste, was ich für Sie tun kann. Heißt das ja? Ja. Dankeschön. Ein Kopfhörer mit integriertem MP3-Spieler. Praktisch. Mir ist gerade nicht so wirklich nach Baden. Hallo, Herr Lee. Hallo, Frau Kalenko. So, jetzt müsste das mit dem Foto klappen. Wirklich? Das wäre großartig. Dann kommen Sie schnell. Ja, jetzt klappt es. Aber viel Ähnlichkeit mit George Rooney hat er nicht gerade. Sind Sie sicher? Er hat sich natürlich verkleidet, damit ihn nicht jeder sofort erkennt. Sonst könnte er sich ja nicht in Ruhe auf seine Rolle vorbereiten. Klingt logisch. Jetzt noch eines für Sie. Das haben Sie sich verdient. Hier, für Sie. Sie können sich gar nicht vorstellen, was für eine Freude Sie mir gemacht haben. Das ist einer der großartigsten Tage meines Lebens. Vielen herzlichen Dank. Gern geschehen und vielen Dank für das Foto. Hallo. Kann ich was für Sie tun? Ich habe ein Foto von Ihrem angeblichen Schiffsarzt gemacht. Entweder spielt der Typ gerne Karneval oder wir haben es hier mit einem Betrüger zu tun. Vielleicht auch mit was Schlimmerem. Überzeugt Sie das jetzt? Mein Gott, Sie haben recht. Aber ich verstehe das Ganze nicht. Können Sie mir ein wenig auf die Sprünge helfen? Ich kann es versuchen. Allerdings weiß ich auch nicht übermäßig viel. Die Frage ist nur, sollten wir uns nicht erstmal um den falschen Arzt kümmern? Kann bestimmt die eine oder andere Frage beantworten. Gute Idee. Kommen Sie. Ich bin mal gespannt, was der Kerl zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Wo ist er denn nun? Krankenstation.